So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin und ich muss hier, wir sind immer noch in Ewigenau, muss jetzt mal ganz kurz nachschauen, haben wir denn das Fahrrad schon? Das sieht mich danach aus und da wir hier direkt vom Fahrradladen stehen, schaue ich jetzt einfach mal direkt rein. Fahrradbesitzer ist da, das heißt Koto hat Team Galaktik geschafft. Okay, danke, dass du mich gerettet hast, lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell, bitte nimm es, ich bestehe darauf. Dann kriegen wir das Fahrrad. Und nein, die Gebrauchsanleitung lese ich jetzt nicht vor. So. Auch wenn es etwas Interessantes über dieses Fahrrad zu wissen gibt. Ich lege das jetzt bloß mal aufs Basis-Item. So. Dieses Fahrrad hat eine Gangschaltung, womit man zwischen den zwei Gängen langsam und schnell hin und her schalten kann. Ist ganz nett für zwischendurch. So, und jetzt wo wir... Moment, müssen wir noch was machen? Oh, hast du etwa keinen Forschersack dabei? Dann solltest du mal mit dem Mann im Haus neben Pokémon Center sprechen. Ah ja, okay, dann müssen wir das noch schnell machen. Ich bin der Erste, der im Untergrundtunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann. Also nenn auch du mich so. Ich habe ein Geschenk für dich. Setz es mit Verstand ein. Der Forschersack. Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunnel. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt. Da kannst du dies, das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhlenforscher zu werden. Nein, heute ausnahmsweise mal nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie das Ganze auf dem Emulator funktioniert. Ich würde ja ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob mir dabei dann das Spiel abschmiert. Das will ich jetzt gerade nicht Ups. Falscher Knopf. So. Ich will hier noch was holen. Ich gehe mal davon aus, dass Koto nicht wusste, dass es hier noch eine Tafel gibt. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Wir haben jetzt die Draco-Tafel. Die verstärkt Drachenattacken um 20%. Und wenn Arceus sie trägt, kriegt Arceus einen Drachentyp. Ja, da oben das Item hat er sich auch nicht geholt, das hole ich mir dann auch mal schnell. Und ich sehe gerade, wir haben ein Ei im Team. TM46 Raub. Ja, nett, aber... Nee, danke. Brauche ich jetzt nicht wirklich. So. So, jetzt lässt die uns auch vorbei. Mal, der gibt uns doch bestimmt was. Lusch, ist lange nicht gesehen. Oh, du siehst erstaunt aus. Du fragst, wer ich bin. Ich bin der Assistent von Professor Albert, der Vater von Lucia. Auf Wunsch des Professors bin ich hierher gekommen, um dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Lusch, wenn ich fragen darf, wie viele Pokémon hast du getroffen? Ach du liebe Zeit, du hast 46 Pokémon getroffen. Wunderbar, bravo. Professor Albert wird erfreut sein. Hier ist etwas für dich. Der EP-Teiler. Das ist doch schön. So. Dann räumen wir mal den Fahrradweg ein bisschen frei. Hi, Radfahren oder Pokémon? Was bevorzugst du? Definitiv Pokémon. Biker-Axel mit einem Pikachu. Ja, da ist Neo jetzt nicht wirklich die beste Wahl. Aber er kann mittlerweile Wasser... Oh, Koto hat sogar den Ruckzuckhieb dafür weggemacht. Ich bin erstaunt. Super. Genau die Attacke wollte ich weghaben. Ich wechsle hier mal schnell auf Chris aus. Der kann Elektroattacken wesentlich besser wegstecken. Okay, da kommt ein Doppelteam. Da müssen wir halt jetzt durch. Ruckzuckhieb, der macht jetzt nicht wirklich viel. Mit Biss können wir ihn zumindest zuhitten, wenn wir jetzt noch ein zweites Mal treffen. Was wir auch zum Glück tun. Aber natürlich die Statik kassieren. So, dann haben wir den besiegt. Ich wollte einen kleinen Paraheiler vergeben.
Chris mal allgemein nach vorne stecken, weil der braucht momentan noch am meisten Erfahrungspunkte. Auf dem Rad zu sitzen ist ein tolles Gefühl und es wird noch toller, nachdem ich dich beim Kampf besiegt habe. Ja, probier's doch. Baika Maya. Dein Staravia, oh, das ist schön. Da freut sich Chris. Wir drohen uns jetzt zwar alle erstmal gegenseitig, aber unser Staravia ist auch ein bisschen schneller als Chris. Das ist mir relativ einleuchtend. Notsituation, okay. Da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben für dich, mein Freund. Oh, und ich habe ihn paralysiert. Das ist super. Gleich ein bisschen länger, haben wir das. Eine 30%ige Parachance vom Funkensprung. Und das wäre sogar fast Level 22 gewesen. Dann machen wir doch gleich den nächsten hier. Klingeling, Bruder, Vorsicht, oder wolltest du kämpfen? Biker Oleg. Einem Kilometer. Level 21. Das gibt auch wieder PvP. Auch wenn das wieder eher was für Neo ist. Oh, wobei, ich mach das jetzt einfach mal mit Chris. Der sollte das eigentlich auch hinkriegen. Also jetzt, wo das Viech uns schon verteidigen gesenkt hat. Wir sind schon ein bisschen angeschlagen. Oh, wobei, okay, jetzt. Wir schaffen es auf jeden Fall. Es gibt auch einen guten Grund, warum ich den Funkensprung noch auf meinem CP-Luxtra spiele. Also auf einem von meinen beiden. Genau wegen dieser 30%igen Parachance. So, Level 22 für Chris. Der kriegt auch wieder schön viel Angriff dazu. Und fast Level 23. Was haben wir denn jetzt noch? Ich lasse Chris einfach mal weiter vorne. Haben hier noch ein paar Trainer. Wir sind beide Fahrer und wir beide haben Pokémon. Ich lasse mich jedoch nicht von dir ausstechen. Tja, versuch's doch, Biker Elke mit einem Staralibi. Das ist ein schöner Anfang. Das kann Chris sehr schön gefallen. Da gibt es erstmal einen schönen Funkensprung. Da haben wir den jetzt auch wieder schön nachtrainiert. Brüller will er lernen. War an sich eine nette Attacke, aber in einem Playthrough. Nein. Ups, das war einmal zu viel auf der X-Taste. Na gut. Darf Chris halt gleich weitermachen. Ich wollte eigentlich Neo ein bisschen weiter trainieren, aber mit dem Starter kriegt er ja sowieso locker kaputt. Hier, bitte, Chris ist gesprungen, der geht aufs Haus. Ja, ja, dann wechseln wir doch einfach mal auf Neo, der sollte das nämlich eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Es ist nur die Frage, was bei Neo eigentlich mittlerweile Angriff oder Spezialangriff wieder höher. Im Zweifelsfall ist es ja eigentlich der Spezialangriff. Und jetzt ist es auf jeden Fall der Spezialangriff. Im
Schaden, als ich befürchtet hatte. Bamelin ist natürlich schneller als ein Staravia. Ah, nein, nicht in Situation. Ah. Das kommt jetzt ganz, ganz gut. Ich glaube, eine Wasserdüse reicht noch nicht. Macht zumindest keinen Rückzug geben. Werden, die bringen uns ja bald nichts mehr. So. Neo, du darfst jetzt mal nach vorne. Da haben wir noch einen. Ein Fahrrad wird dich über lange Strecken tragen. Einzig deine Ausdauer entscheidet darüber, wie weit du kommst. Das ist wohl richtig. Baikane mit einem Scheinungs. Super, da haben wir wieder das perfekte Matchup für Neo gefunden. Ich hol Wupan mal rein, der war heute noch gar nicht. Brüller, okay. Na gut, dann halt mit Chris. Kriegen die Erfahrung jetzt eh schon alle drei. Zurück. Das ist doch super. Wenn man das Scheinungs besiegt, kriegen sie alle 90 Erfahrungspunkte und den Ahn haben wir damit auch besiegt. Okay. Ups, ich hätte gedacht, dass die mich noch anspricht. Manche Menschen finden heraus, wer schneller ist. Andere vergleichen ihre Technik. Zu welchen gehörst du? Rachel. Das ist doch mal ein schönes Matchup für Neo. Und hier kriegst du jetzt meine Aquaknarre. Ein Rutenschlag. Okay, der interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Ich gebe dir jetzt einfach noch eine Wasserdüse hinterher. Für Neo, damit ist er jetzt auch Level 23. Dann haben wir jetzt wieder alle auf demselben Level. Als nächstes kommt ein Shinox. Ja, da möchte ich wechseln. Diesmal hat es aber wirklich gut an, weil der war halt ja wirklich noch nicht wirklich im Einsatz. Ist gut, da machen wir doch mal ein kleines Flammenrad. Für einen One-Hit. Die Rachel haben wir jetzt auch besiegt. Wenn du mich besiegst, wird dir etwas Mieses passieren. Verlass dich drauf. Biker Katharina mit einem Pikachu. Wieso eigentlich immer Pikachus? Probieren wir es einfach. Der wird schon keinen Donnershock machen. Der kommt bestimmt mit irgend sowas wie Doppelteam oder Slam. Ja, damit kann ich leben. Schauen wir mal, ob die Wasserdüse jetzt schon ausreicht. Pikachu hat ja ein bisschen weniger Verteidigung als Spezialverteidigung. Ja, natürlich, das reicht aus. Ich mal die Statik bekommen. Sehr schön. So, dann sind wir jetzt am Ende vom Fahrradweg. Gibst du mir nicht auch noch was? Ah ja, die gibt mir die Fahne. So. Dann haben wir hier eine Himbeere. Und hier auch. So, die Bären sind verfallen, da haben wir zu lange gebraucht, bis wir hier wieder angekommen sind. So, wir sind hier übrigens wieder zurück in Erzählingen.
Leute, die es erkannt haben und einen halbwegs guten Orientierungssinn haben. Aber bevor wir jetzt weiter nach Herzhofen gehen, würde ich doch ganz gern noch eine Kleinigkeit erledigen. Rauffahren, nachdem wir jetzt das Fahrrad haben. So, los vor dem Opfer. Und hier gibt es ja auch noch was. Nämlich ein AP+. Und ein blödes Pokémon. Skorkler. Tolles Pokémon. Will ich aber hier gerade nicht fangen. So, hier ist ein Item. Ein Feuerheiler. Kann man ja immer mal brauchen. So, das schaut mir nach einem Wanderer aus. Okay, der kämpft aber nicht. Hallo, da wir nicht tauschen können und Maschok jetzt nicht unbedingt die beste Wahl ist, vor allem weil es noch keine Evoliten gibt hier. Superschutz. Nett. Du kämpfst aber, oder? Oh ja, wir haben wieder einen Wanderer. Ich liebe dieses Team. Das könnt ihr stundenlang anhören. Aber wir müssen hier ja auch ein bisschen weiter. Der Wanderer Tobias. Und du kriegst hier eine Aquakarte. Ach, das, da lass mal Neo gleich drin, der kann das so gut. So. Und wieder ein blödes Pokémon. Und wieder ein Macho. Überlegen, den Superschutz schnell einzusetzen. Ach komm, mach mal einfach. Dann müssen wir hier hin. Da, hier irgendwo war doch. War der da irgendwo oder hab ich mich da jetzt getäuscht? Und der ist der beide weiter unten. Giftstich. Wir haben aber kein Pokémon mit Giftattacken. War der da unten? Nein, wir haben der zweite, der versteckte. Ich werde zwei Fälle genommen. Nee, hier ist auch nicht. Ich könnte schwimmen, da war irgendwo ein zweiter Eingang unter einem Fahrradweg. Aber übersehen. Also ich weiß, dass der irgendwo unterm Fahrradweg ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er existiert. Ich habe den schon öfter benutzt, weil ich mir hier normalerweise ja eigentlich noch ein Pokémon fange, das ich aber dieses Mal gar nicht mitnehmen werde. Ich will ja öfter mal was Neues haben. Und mein Team steht ja eigentlich schon fest für mich. Ah, hier ist er. Okay. So. Dann wollen wir hier mal durch. Zweimal, dreimal, viermal. Ein blödes Onix. Dann kommt das nur mal schnell mit. Hier ist eh kurz vor Level 24.
25. Wenn wir die jetzt so schön modellieren können hier. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, welcher Angriffswert bei ihm höher ist. Es ist momentan wirklich der Spezialangriff. Ja gut, das Wesen macht halt nach einer Zeit doch ein bisschen mehr aus. So. Hier. Wollte ich hier hin? Jetzt bin ich verwirrt. Genau hin muss. Ich will hier auf jeden Fall noch durch. Ach, ja, genau, so rum. Die Griffklaue. So. Müssen wir erst wieder Anlauf nehmen. Bronze. Und hier haben wir ein Sonderbonbon. Wilden Pokémon wollen mich gerade echt nicht in Ruhe lassen. Ich will doch nur noch zu der TM, die am Ende dieser Runde liegt. Weiß zwar noch nicht genau, für wen wir die jetzt dann so ganz spezifisch brauchen, aber so ein paar Optionen gibt es da immer. Und wieder ein wildes Pokémon. Ein Kaumalat. Ja, das fange ich mir normalerweise auch immer hier. Aber heute mal nicht. Knackrack haben, das ist immer zu einfach, sobald man eins hat. Ups, das war zu früh. Keine drei Schritte ohne wilde Pokémon kann man hier gehen. Ich will keinen Kaumalat haben. So. Könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Ich will nur da drüber springen. Da habe ich eigentlich extra schon Luxio vorne, der eigentlich die Wild Encounter verringern müsste, aber nein. Die Pokémon denken sich scheiß drauf. Mir ist egal, ob du ein Bedroher-Pokémon vorne hast. Wir kommen trotzdem alle drei Schritte. Die einzigen Male, wo ich mal nicht in den ersten zwei Schritten unterbrochen werde, da fahre ich dann wieder gegen die Wand. Das ist natürlich wieder typisch. Sag mal, was ist los mit euch? Was von verminderter, also welchen Teil von verminderter Encounter Rate bei einem Bedroher habt ihr nicht verstanden? Ganz ernsthaft, ein Schritt und ich kriege ein wildes Pokémon. Chris, du musst definitiv noch ein bisschen bedrohlicher wirken. Die Pokémon nehmen dich nicht ernst. Schon wieder gefailt und wieder nix. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Aber diesmal wenigstens zwei Versuche hintereinander geschafft, ohne dass ein wildes Pokémon gekommen ist. Aber ich will jetzt unbedingt noch bis zum Ende der Höhle da kommen. Aber wie viele wilde Pokémon gibt es hier eigentlich? Ha, endlich. Ich hab's geschafft. So. So, gib mir das Erdbeben. So. Und an dieser Stelle lasse ich jetzt Koto raus. Der wird sich freuen. So, ich beende hier die Aufnahme. Bin eh bei meinen 25 Minuten. Wir sehen uns bei der übernächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.